hinaus, dass Ihnen die Stadt sehr am Herzen liegt. Was speziell wünschen Sie sich als Oberbürgermeister im Moment für unsere Stadt? Das eine ist, ich wünsche mir natürlich insbesondere, dass wir von Unglücken und Katastrophen verschont bleiben. Wir haben zwar eine gute Vorsorge in vielen Bereichen mit der Feuerwehr, mit dem Katastrophenschutz, ich war jetzt gerade beim PAW, beim Neujahrsempfang, aber wir sind dankbar für jedes Jahr, wo uns kein Hochwasser, wo uns keine andere Katastrophe erreicht und die Menschen nicht leiden müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, natürlich ganz aktuell sehr wichtig, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung uns erreicht und die Arbeitsplätze, die wir haben für die vielen Menschen, nicht nur in unserer Stadt, sondern in unserer Region, sicher bleiben und sich möglicherweise auch noch erweitern. Das ist ganz wichtig, denn viele Menschen haben eine große Unsicherheit derzeit über das, wie es weitergehen wird mit Ihnen persönlich. Das wäre mein zweiter wichtiger Wunsch. Und der dritte ist, dass wir hier in unserer Stadt ein aktives, lebendiges, friedliches Miteinander der Menschen haben, die sich wohlfühlen in unserer Stadt und sich mit dieser Stadt identifizieren. Meine Frage ist, ist das der Punkt, der zurzeit eine besondere Herausforderung in der Verwaltung dieser Stadt darstellt? Oder würden Sie einen anderen Punkt noch nennen, der eine besondere Herausforderung ist, wo Sie alle viel Weisheit und Kraft brauchen? Ja, auch hier möchte ich gerne drei Punkte mit nennen. Das eine, ich hatte es eben schon erwähnt, die Herausforderung, die Arbeitsplätze. Das ist auch eine wichtige Aufgabenstellung für die Wirtschaftsförderung, für die Rahmenbedingungen, die wir hier zu leisten haben mit unseren Unternehmen. Das zweite, natürlich die Bewältigung der schwierigen Finanzlage im Rahmen der uns knapper zur Verfügung stehenden Mittel dennoch vieles versuchen zu bewegen und dabei auch insbesondere die Menschen in ihrem ehrenamtlichen Engagement mitzunehmen. Und das dritte möchte ich nennen, den Hessentag, der 2012 vor uns liegt, der eine Zusatzaufgabe, aber eine spannende Zusatzaufgabe für die Menschen, nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern für die gesamten Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt sind, dass wir dieses gut gestalten und gute Gastgeber für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen im Jahre 2012 sein werden. Ein vielfältiges ehrenamtliches Engagement der Christen in dieser Stadt. Ich wünsche mir aktive Nächstenliebe, weil wir wissen, dass es viele Menschen in unserer Stadt gibt, die nicht aus eigener Kraft in der Lage sind, ihr Leben zu bewältigen. Da brauchen wir die aktive Nächstenliebe. Und zum Dritten wünsche ich mir, dass christliche Werte aktiv gelebt werden, nicht nur nach außen hin verkündet, sondern in das tagtägliche Handeln als Maßstab mit einfließen. Das wäre sehr schön und würde sicherlich ein Stück Weiterentwicklung für unsere Stadt unterstützen. Und zum Schluss die Frage noch ein bisschen persönlicher. Haben Sie persönlich einen Gebetswunsch an uns? Ja, ich würde mir freuen, wenn wir in das Gebet mit einschließen könnten, dass die Menschen, die in Not sind in dieser Stadt, ihre Hoffnung nicht verlieren, sondern wissen, dass sie mitgetragen und unterstützt werden. Ich wünsche mir, dass der Dialog der Menschen hier ohne Gewalt sich vollzieht, auch wenn man unterschiedliche Positionen mit hat. Auch das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir leider. Und zum Dritten wünsche ich mir, dass die Integration Menschen anderer kultureller Herkunft gelingt, weil das eine große Herausforderung für unsere Stadt mit rund 25% Menschen mit Migrationshintergrund mit ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam im Gebet dazu beitragen, dass wir diese Herausforderung bewältigen.